In questa video lezione ascolterete la descrizione di Lubecca, un'antica città tedesca, con la traduzione letterale frase per frase. Un viaggio a Lubecca. Eine Reise nach Lübeck. Cordialmente benvenuti in Lubecca, l'ex regina dell'Ansa. Herzlich willkommen in Lübeck, der einstigen König der Hanse. Il più famoso testimone in secoli di antica storia è la Holstein Porta, simbolo della città. Das bekannteste Zeugnis des jahrhundertalten Geschichte ist das Holstentor, Wahrzeichen der Stadt. Nella storia immergere può uno all'interno del Holstentors. In die Geschichte abtauchen kann man im Inneren des Holstentor. Lubecca assunse dal XX secolo a un centrale ruolo nella potente lega delle città. Lübeck übernahm von 12. Jahrhundert an eine zentrale Rolle im mächtigen Städtebund. Le rotte commerciali guidarono soprattutto nel Ovest Mare Regione, ma anche verso Londra fino al Medio Mare. Die Handelswege führten vor allem in den Ostseeraum, aber auch nach London und bis ans Mittelmeer. La città vecchia assomiglia ad un mare di rossi mattoni e invita al viaggio nel tempo nel Medioevo. Die Altstadt gleicht einem Meer aus rotem Backstein und lädt zur Zeitreise ins Mittelalter ein. Il municipio, con la sua pomposa udienza sala, la magnifica doppio frontone facciate delle vecchie mercantili case, ampiamente tracce del passato. Das Rathaus mit seiner prunkvollen Audienzsaal, die prächtigen Giebelfassaden der alten Kaufmannshäuser, überall Spuren der Vergangenheit. L'UNESCO ha gran parte di vecchia città di Lubecca a mondo patrimonio dichiarata. Die UNESCO hat große Teile der Altstadt Lübecks zum Weltkulturerbe erklärt. Tipico Lübsch sono anche i corridoi e i cortili di Lubecca mondo nascosto dietro le vecchie case. Typisch Lübsch sind auch die Gänge und Höfe, Lübecks verborgene Welt hinter den alten Häusern. Oggi romantici luoghi, ex abitazione, di braccianti e piccoli artigiani. Heute romantische Orte, früher das Zuhause von Tagelöhnern und kleinen Handwerkern. Tuttavia, a Lubecca lascia se stessa non solo a emozionante storia e esperienza. Doch in Lübeck lässt sich nicht nur spannende Geschichten erleben. Frenetico trambusto nella piazza mercato, marittime delizie nei numerosi ristoranti. Geschäftiges Treiben auf dem Marktplatz, marittime Köstlichkeiten in den zahlreichen Restaurants. Shopping in bei negozi, grandi magazzini e piccole di artigiani botteghe. Shopping in schönen Boutiquen, Kaufhäusern und kleinen Kunsthandwerkenläden. Queste speciali e singolari offerte caratterizzano Lubecca. Diese besonderen und individuellen Angebote zeichnen Lübeck aus.
Acqua è in Lübecca ovunque presente. Wasser ist in Lübeck allerorts präsent. Un divertimento per i giovani visitatori e i residenti della città anseatica è per tutti. La Lübecca una volta da altri angoli visita volere. Ein Spaß für die jungen Besucher und Bewohner der Hansestadt und für alle, die Lübeck einmal aus anderen Blickwinkeln besichtigen wollen. Non mancare può anche una visita al Buddenbrook House, dove uno alle tracce il Nobel Premio vincitore Thomas Mann cammina. Nicht fehlen darf auch der Besuch des Buddenbrookhaus, wo man auf den Spuren des Nobelpreisträgers Thomas Mann wandelt. Dürfen, potere. Io posso, ich darf. Tu puoi, du darfst. Lui può, er darf. Ricordiamoci che il verbo potere viene tradotto anche con können. E questo è solo uno degli highlight. La di Lübecca cultura diversità è unica. Und das ist nur eine Highlight. Lübecks kulturelle Vielfalt ist einmalig. Riascolta tutta la descrizione di Lübecca in tedesco, senza il testo, nella traduzione in italiano. Eine Reise nach Lübeck. Herzlich willkommen in Lübeck, der einstigen König der Hanse. Das bekannteste Zeugnis des jahrhundertalten Geschichte ist das Holstentor, Wahrzeichen der Stadt. In die Geschichte abtauchen kann man im Inneren des Holstentor. Lübeck übernahm von 12. Jahrhundert an eine zentrale Rolle im mächtigen Städtebund. Die Handelswege führten vor allem in den Ostseeraum, aber auch nach London und bis ans Mittelmeer. Die Altstadt gleicht einem Meer aus rotem Backstein und lädt zur Zeitreise ins Mittelalter ein. Das Rathaus mit seiner prunkvollen Audienzsaal, die prächtigen Giebelfassaden der alten Kaufmannshäuser, überall Spuren der Vergangenheit. Die UNESCO hat große Teile der Altstadt Lübecks zum Weltkulturerbe erklärt. Typisch lübsch sind auch die Gänge und Höfe, Lübecks verborgene Welt hinter den alten Häusern. Heute romantische Orte, früher das Zuhause von Tagelöhnern und kleinen Handwerkern. Doch in Lübeck lässt sich nicht nur spannende Geschichten erleben. Geschäftiges Treiben auf dem Marktplatz, maritime Köstlichkeiten in den zahlreichen Restaurants. Shopping in schönen Boutiquen, Kaufhäusern und kleinen Kunsthandwerkenläden. Diese besonderen und individuellen Angebote zeichnen Lübeck aus. Wasser ist in Lübeck allerorts präsent. Ein Spaß für die jungen Besucher und Bewohner der Hansestadt und für alle, die Lübeck einmal aus anderen Blickwinkeln besichtigen wollen. Nicht fehlen darf auch der Besuch des Buddenbrookhaus, wo man auf den Spuren des Nobelpreisträgers Thomas Mann wandelt. Und das ist nur eine Highlight. Lübecks kulturelle Vielfalt ist einmalig.